So, wo waren wir hier stehen geblieben? Ach so, wir sind direkt im Kampf verwickelt hier auch noch, ne? Ich würde sagen, das sind nur die hier, diese Phantomen, ne? 4, 7. Ah, 7 sollte eigentlich kein Problem sein. Die Scheiße ist nur, wenn der Albtraum kommt, Freunde, ne? Der Albtraum mit dem ist nicht zu spaßen, das sage ich euch. Aber gut, wir probieren es mal. 72 haben die hier. Nee, komm. Das ist zu viel. Laden. Genau. Weiß das nur nicht, ob wir direkt weglaufen müssen. Ich glaube schon, ne? Ja, das Einzige, was mich ein bisschen nervt an dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, die lange Nachladezeit, ne? Da bin ich ja überhaupt kein Freund von. Okay, jetzt geht's, Gott sei Dank. So. Gut, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Tales, meine Lieben. Wir sind hier stehen geblieben am Grenzübergang der Banditen. So, und ich würde sagen, wir kämpfen jetzt erstmal nicht gegen die Banditen, sondern leveln entweder ein bisschen oder gehen hoch und schmeißen Entehaken. Oder was ist das hier? Kreuzhaken oder was ist das? Kletterhaken. Ein Kletterhaken über die Mauer. Die Banditen sagen euch das auch indirekt, dass man durchaus einen Kletterhaken über die Mauer schmeißen kann. So, schauen wir mal. Aber ich würde ja auch noch ein bisschen leveln wollen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ja, Geld haben wir. Kein Problem. Dann wisst ihr was? Ah, wir haben aber ein Kopfgeld, ne? Scheiße. Egal. Wir werden das jetzt hier versuchen. Hier die Gegner sind eigentlich relativ easy peasy. Achso, stimmt. Ich könnte ja auch mal den Sound gleich mal kurz testen. Wir gehen erstmal schnell hier rein. Ich komme direkt. So, Freunde, da bin ich wieder. Aber ich muss nur mal kurz ein Update ziehen, aber das macht ja nichts. Also, wo waren wir hier stehen geblieben? Gucken wir mal ganz kurz. Ah ja, ein bisschen Hanf mitnehmen. Sprechen. Ach, haben wir schon, genau. Okay. So. Dann gucken wir mal ganz kurz ins Inventar. Ja, wir können nicht mehr allzu viel mitnehmen, ne? Und wir müssen echt mal dringend Stuff verkaufen. Und Fackeln habe ich schon hergestellt. Oder gekauft? Ne, ich habe die hergestellt, ne? Genau. Für die Dungeon. Ganz wichtig, Freunde. So. Mal ganz kurz den Check machen hier. Und mal gucken, ob sich das alles auch vernünftig anhört. Jo, Freunde. Das soll uns so reichen. Also. Gut, wir verlassen das hier mal ganz schnell. Ja, das ist eine knifflige Angelegenheit, Freunde. Ne? Hier geht es jetzt echt um die Wurst hier. Der Anfang ist echt schwer, finde ich. Deswegen versuche ich noch ein bisschen zu leveln hier irgendwie. Dass die Sachen, die wir... Ah, da sind Schweine. Ja, damit. Nichts wie hin. Ja, sehr gut. Dreck kämpfen. Ich versuche jetzt an den Schweinen und an den Banditen hier ein bisschen zu leveln. So, was haben wir denn jetzt hier? Wo sind sie? Ach, diesen Dreck hier in der Mitte. Das ist ja cool. Das ist nice. Aber wir tun die auch direkt mal alle hier schön positionieren. Warum nehmen wir statt ihnen? Ja.
Okay, ich würde sagen, wir fangen mit Shidino an, weil der kann nämlich hier die Giftbombe machen, ne? So. Und zwar gehen wir erstmal hier hin, schmeißen die Giftbombe hier rein. Zack. Rennen bis hier hin. So. Und machen da unseren Wirbel. Ah, schade. Treffen wir nur ihn, wa? Können wir noch mal ein bisschen hier? Ja, das geht. Wunderbar. Jetzt haben wir wenigstens die beide hier. Sehr gut. Ja, komm. Töten wir ihn direkt, was soll's? Nee, nee, nee. Also ich rate euch davon dringend ab, ne? Also wenn ihr sowieso gewinnt, dann kämpft auch bis zum Schluss, weil ansonsten kriegt ihr nämlich gar nichts. Also guck mal, da kriegt ihr hier zwei Wildschweine weniger oder zwei Eber. Das sind Ressourcen, die zwingend notwendig sind, auf jeden Fall, finde ich. Das ist eine geile Fähigkeit, wie ich finde, vom Speertypen da. Aber ne, versuch mal lieber noch ein Dings zu bekommen. Hier, wie Herkules. Ich brauche genau jemanden wie Herkules. Ich habe gedacht, dass Julia genauso gut wird. Ist sie auch. Bloß, ich habe leider einen falschen Skill gemacht, ne? Naja, ist nicht schlimm. Was will ich machen? Hallo? Was ist denn hier los? Warte mal. Ah, oh, scheiße. Ah, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Treten kann ich ihn auch nicht, ne? Nein! Egal. Gehen wir ab. Hier ist der nächste Bogentyp. Keine 100%? Ne. Okay, dann machen wir hier. Das hier und dann auf jeden Fall. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf 100. Zack. Ja, das macht Damage, ne? Das haut richtig Damage rein. Wohl ne. 100%, sehr schön. 34, holla die Waldfee. Ja, und da ist das Level von Will, Lault und Elina. Und Schweinefleisch natürlich und alles, sehr schön. Alles plündern. Alles reparieren natürlich. Herkules hat ein neues Level, Freunde. Herkules ist natürlich hier wahnsinnig gut, ne? Verfassung. Bestimmt, wie viel Gesundheit die Einheit hat und erhöht ihre Tragfähigkeit. Geil. Sehr gut. Mal gucken, wir haben jetzt 228. Mal gucken, wie hoch das geht. Einer. Okay. Na gut, stand auch, glaube ich, da, ne? Leider erst. Oh doch, ja. Wir haben hier, was gucken wir mal, Gegenangriff. Jedes Mal, wenn diese Einheit kämpft, erhält sie Riposte. Die das nächste Mal, wenn diese Einheit von dem mit dir ihr kämpfenden Gegner angegriffen wird, pariert sie mit einem Gelegenheitsangriff, wird bei Bewegung der Einheit abgebrochen. Solange diese Einheit einen aktiven Bonus hat, bewirkt ihre Angriffe eine Runde lang eine Schwächung. Jedes Mal, wenn diese Einheit kämpft, erhält sie Ablenkung. Erlittener Schaden des nächsten Angriffs um 70% verringert. Das ist geil, Freunde. Das hier ist nice, oder wollen wir lieber das hier nehmen? Das nächste Mal, wenn diese Einheit von dem mit ihr kämpfenden Gegner angegriffen wird, pariert sie mit einem Gelegenheitsangriff, wird bei B. Ah, das ist schon geil, ne? Das ist richtig gut. Aber 70% weniger Schaden ist auch nice, ne? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Scheiße, Mann. Dann wollen wir lieber, wir wollen lieber Full Damage gehen, ne? Komm, wir gehen auf Full Damage. Ich glaube, das ist besser. Jetzt haben wir hier noch Shidino. Geil. Shidino hat ein neues Level. Gucken wir mal. Also, Willenskraft. Stärke die Moral des Trupps im Kampf. Erhöht außerdem kritische Treffer. 15 Punkte. Diese Einheit überlebt das erste Mal, wenn sie eigentlich im Kampf sterben sollte. Einmal pro Bewegung. Ja.
Aber wenn ich das mache, kriegen wir 2 Punkte. Und wenn ich das mache, kriegen wir nur 1 Punkt. Aber wir brauchen Geschicklichkeit, um Damage zu machen. Deswegen Geschicklichkeit. Ja. Lieber auf Damage, Freunde. Ah ja, wir können uns hier was aussuchen. Jedes Mal, wenn diese Einheit von hinten angreift, bewirkt sie 2 Gift. Fügt nach Benutzung einer Fertigkeit dem nächsten Gegner innerhalb von 4 Metern Schaden zu. Oh, das ist aber nice, ne? Fügt nach Benutzung einer Fertigkeit dem... Ah ja. Bewirkt am Anfang jede Runde beim nächsten Gegner eine Runde lang Anfälligkeit. Ach, hier steht es auch. Erlittener Schaden um 30% erhöht. Verliert am Ende seines Zuges 5% seiner maximalen Gesundheit. Kumuliert aktuell 5%. Gut, von hinten ist natürlich auch eine nice. Ist auch nice, ne? Ja. Ich würde sagen, machen wir. Super. Ja, klasse. Auf jeden Fall. So, wir halten jetzt mal Ausschau wieder nach Schweinen. Oh, da ist ein Kopfgeldjäger. Scheiße. Das ist schlecht. Kommen die zu uns? Oder bleiben die auf dem Pfad? Ne, die bleiben auf dem Pfad. Sehr gut. Ah, nochmal Schwein gehabt, Freunde. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit Kopfgeldjägern anlegen zu müssen. Na komm, gehen wir mal gucken, wo wir weiter noch ein paar Eber finden. Oder bleiben wir lieber hier. Hier ist eigentlich nicht schlecht, ne? Hier kommen immer Wildschweine und alles. Oh, da waren Ressourcen. Ne, lass mal lieber die Ressourcen. Ich habe keine Lust, jetzt da dafür drauf zu gehen. Oh, jetzt müssen wir rasten. So, eine Flasche Bier, Fleisch. Wir haben Fleischfresser. Ich würde sagen, wir machen das mal weg hier, ne? Das ist eh Quatsch hier. Das kostet erstmal richtig viel Tragfähigkeit. Komm mal, zweimal kostet das für läppische Einnahrung, ne? Das ist echt Bullshit. So. Okay. Auch nicht. Pilze, ja. So, soll zahlen wir selbstverständlich. Und können wir sogar laut Rechnung, Adam Riese, können wir sogar zweimal den Sold bezahlen. Also so lange können wir uns hier aufhalten, meine ich. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen unbedingt Shidino unbedingt in den Liebesfähigkeiten hochkriegen. Ja, wir sind bei 15. Perfekt, besser geht's nicht. Danke. Genau, und dasselbe Mal können wir auch nochmal machen. Genau, 163 kriegen wir jetzt Sold, ne? Das ist schon mal sehr gut. Aber wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen Wild verkaufen. Das steht außer Frage. Ah, hier. Da ist noch mal ein bisschen was. Sehr schön. Kommt schon. Auf sie mit Gebrüll. 4 Stück. Sehr gut. Ja, auch für die Erfahrung alleine schon, ne? Ist das zwingend notwendig. So, Schlamm. Ah, wir sind alle hier im Schlamm, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so jod. Gut, Herkules wie immer an die Front. Taurus auch. Was denn hier eigentlich? Warum ist das hier so? Ach, hier kommt bestimmt... Ah, Blitzschlag. Oh, töte Dreck jede Einheit, ja? Oh, warte mal, dann tun wir mal lieber ein bisschen weiter weg. Sicher, sicher. So, okay.
Ja, den lassen wir mal lieber hier. Gut. Ja, wollen wir wieder mit Shidino anfangen, würde ich sagen. Gehen wir erstmal wieder hier hin, schmeißen da die Bombe rein. So. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Wir haben jetzt hier 4 Gift. Ich greife den Vogel jetzt mal von hinten an. Aber er dreht sich automatisch um, ne? Warum? So scheiße. Jetzt greife ich ihn ja nicht mal von hinten an. Komisch. Boah. 25. Holla, die Waldfee. Das haut Damage rein, ne? Das ist aber nice. Okay, jetzt sind wir. Achso, wir müssen erstmal ab. Genau, wir müssen Zug beenden. Aber wer ist das? Der oben, das Schwein ist als nächstes dran. Kriegen wir leider nicht gedamaged auf einen Schlag, meine ich. Aber vielleicht hier mit ihm. Gucken wir mal. Let's go. Oh ja. Ah, wunderschön. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Gut, meine Lieben. Nee, Julia soll es nicht sein. Wir gehen mal ruhig mal mit dem guten Herkules hier ran. Und dann besiegen das Schwein hier. Jawohl. Und hier noch einen rein. Perfekt. Oh ja, nehmen wir mal mit Hackert. Ich glaube, der dürfte auch direkt. Ist auch direkt vergiftet. Und töten wir ihn. Das war's. Easy. So, was haben wir wieder bekommen? Fett. Dieses Fett kann zum Fertigen von Fackeln, genau, ja. Ja, wir haben natürlich Unmengen an Stuff hierbei, Freunde. Müssen wir mal gucken, dass wir da mal ein bisschen Luft kriegen. Weiter. Und zwar können wir hier wieder das ein oder andere nehmen. Absichern. Haben wir noch? Kopfgeldjäger. Schicke 5 Leute ins Zuchthaus. Ja, da fehlt uns nur noch ein einzigen Punkt. Gewissenlos. Gewinne 5 Hinterhalte gegen Menschen. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, Freunde. Wir haben uns bis jetzt hier relativ gut geschlagen. Aber wir haben immer noch mehr als genug Kopfgeld hier, ne, auf dem Deckel. Jetzt ist die Frage, wollen wir leveln? Oder, oh, da sind die Kopfgeldjäger wieder. Nix wie, also hier ist echt eine gute Stage, finde ich. Zum Leveln auch, kommen jetzt zwar nur die Schweine. Ist jetzt nicht das beste Mittel zum Leveln, aber das sicherste, ne? Solange man Essen hat. Und die Schweine geben ja auch Essen. Beziehungsweise solange man Geld hat. Geld braucht man ja, ne? Um die Söldner zu bezahlen, letztendlich. Tja. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in die Stadt. Genau, das machen wir jetzt auch. Oh nein, nicht wieder der Nebel. Also wir können mal wieder speichern. Ich muss mir angewöhnen, viel, viel mehr zu speichern. Sollen wir mal den Nebel probieren? Ich weiß es nicht, Freunde. Komm, wir probieren es mal aus. Ah, jetzt verschwindet er wieder. Oh, da sind wieder Kopfgeldjäger.
Wir können uns auch hier durchkämpfen, weil hier kann man die Dings einlösen hier. Aber ich glaube, wir brauchen 164, meine ich. Wollen wir mal gucken? Komm, wir gucken mal. Wir haben eigentlich auch noch ein paar, wie heißen die nochmal? Haken zum Angeln. Angelhaken haben wir noch, 4 Stück. Könnten wir rein theoretisch auch ein bisschen angeln noch. Komm, das machen wir. Zuchthaus von Till drin. Sehr gut. Hier haben wir nämlich der Lothar, der ist nämlich unser Angler. Karpfen plus Holz. Cool. Oh. Oh, das war knapp. Barsch und Hanf. Cool, wir kriegen jetzt immer 2 Sachen, Freunde, beim Angeln. Machen wir einen hier hin. So, gucken wir mal, was man hier so kriegt. Echt. Aber 16 Erfahrungspunkte noch dabei. Oh, Hilfe anzeigen. Achso, ne, braucht man nicht. Danke. Ja, cool. Jetzt haben wir wieder den einen oder anderen Fisch gefangen. Oh, jetzt können wir wieder rasten. Auf jeden Fall die ganzen Kadaver wieder weg. Oh, der gibt 4 Nahrung, der Fisch. Alkohol und Salat natürlich. Na komm, machen wir hier die Fische weg. So, was machen wir als nächstes, Freunde? Ich würde sagen, wir verballern die Pilze, oder? Die brauchen wir aber nachher zum Kochen, aber das ist egal, wir kriegen ja wieder neu. So. So, die sind wieder alle zufrieden. Ach so, genau. Kann ich ja mal gucken. Ach, hinauswerfen. Geil. Das geht auch, ja? Da müssen wir jetzt mal schauen. Zelterweiterung, der kann das hier machen. Und zwar gucken wir mal. Zelt. Ah, Seile brauchen wir dafür und Stoff. Schade. Ah, machen wir später. Gut. Oh, da haben wir wieder. Genau, ich habe es immer noch nicht gecheckt, ne? Der Typ, wo müssen wir den eigentlich wegbringen hier? Wir haben doch so einen Typen bei uns. Fuck, die kommen genau auf uns zu. Okay, mal abwarten. Ah, die kommen genau auf uns zu, das gibt's doch nicht. Und dafür machen wir die Schweine platt. Eber diesmal 3 leider, nur Stufe 1. Ah, die werden immer schwächer irgendwie. Ja, ich muss jetzt mal nachschauen, wo wir den genau abliefern müssen. So, wo ist Shidino? Der macht direkt mal seinen Bonusschaden hier. Wo ist er? Ja. Er tauscht lieber mit ihm so. Genau.
So. Erstmal alle vergiftet. Prozent, sehr gut. Todsicherer Treffer, Freunde. Müssen wir mal gucken, was, wen gehen wir denn hier als nächstes an? Hackert. Der Jute hackert hier. Wie, der kann nichts. Achso, ich muss erst abgeben, ne? Ich vergesse das immer wieder, ich Idiot. Wo ist denn der Vogel? War doch Lothar hier, oder? Beenden. Ah ja, okay. Taurus. Boah. Ah, wir sind richtig stark geworden, ne? Jetzt sind die schon One-Hit bei uns. Geil. Oh, sehr gut. Ledercreme wieder. Leder haben wir, glaube ich, mehr als genug, ne? Auch, ne? Davon können wir echt mal ein bisschen was verkaufen, oder? Ja, 55, Leute. Das müssen wir echt mal verkaufen. Wir müssen auch ein bisschen an unseren Geldbeutel denken. Jetzt kommen wir natürlich hier nicht wieder rein, ne? Das ist natürlich jetzt wieder Kacke. Oh, die greifen sich gegenseitig an? Nee. Oh, hier haben wir die Leute wieder. Scheiße, jetzt sehe ich die erst. Oh. Lauf, lauf, lauf. Oh, gerade so geschafft, Freunde. Gerade so geschafft. Oh, jetzt haben wir die schon wieder an der Backe. Das gibt es doch nicht. Aber hier ist auch schon Strohkamm, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Oh, herrlich. Nix wie rein hier. Ja, dieser Sprint, Freunde, der macht viel aus. Der macht wirklich sehr, sehr viel aus. Kopfgeld haben wir nicht. Wir können aber hier mal ein bisschen... in der Apotheke vielleicht mal gucken. Vielleicht können wir noch das ein oder andere Medizin. Mit der Medizin haben wir eigentlich auch genug. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Medizin 2 Stück. Brauchen wir natürlich. Was wiegen die eigentlich? Muss ich jetzt mal nachschauen. Oh, 0,2, das geht ja noch. Ey, guck mal, was das wert ist hier. 20 Goldstücke, ne? Wir können rein theoretisch hier mal Medizin verkloppen, Freunde. Das lohnt sich. Das lohnt sich aber sowas von. Geil. Tomse, seien Sie gegrüßt, junge Dame. Wie geht es Ihnen? So berühmt, das können wir wegmachen. Erhalten 1 PP, können wir auch machen. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, wir müssen unbedingt den Dieb höher kriegen, damit wir hier die Sachen verkaufen können an unserem Lagerfeuer, weil dann können wir nämlich die Leute berauben, wisst ihr? Das ist richtig gut. Dasselbe. Dasselbe. Ich habe auch noch nächste Woche Urlaub. Also jetzt noch eine Woche und dann darf ich wieder ran. In der neuen Firma, Gott sei Dank. Ich hoffe damit weniger Kopfschmerzen. So, gucken wir jetzt mal. Der hat jetzt nicht wirklich, was wir jetzt brauchen. Aber wir können den ganzen Stuff hier verticken. Das verkaufen wir. Was haben wir noch? Aber wir müssen auf jeden Fall wieder so ein Pferd oder so an Land kriegen, ne? Ansonsten haben wir eigentlich alles. Ja. Na gut, Erze brauche ich eigentlich nicht so viel, ne? Und Erze wiegen echt viel, finde ich. Aber wir können jetzt hier mal ein bisschen Leder verticken. Komm. Das muss echt mal sein. Ich habe da so viel von. So. Nochmal ein bisschen Erz. Das ist auch richtig schwer hier, das ganze Gelumpe. So. Ja, so schon besser. Gut. Ja, sehr schön. Genieße auf jeden Fall deinen Urlaub. Lass es dir gut gehen. Und sonst, was gibt's Neues? Ich
komme frisch aus dem Urlaub. War jetzt übers Wochenende bei der Familie. Dann irgendwann, ich bin ja so ein spontaner Typ, habe ich entschlossen, ey Leute, lass uns in den Nachtzug einspringen und nach Amsterdam fahren und da in so einem Hostel pennen und machen dort zwei Tage Urlaub. Haben wir gemacht. War geil. Echt lustig. Meister Hulans Schmied. Warte mal, Leute, wir brauchen noch Essen, ne? Essen brauchen wir auch noch. Wo ist er? Mark der drei Hasen. Wie sich das anhört, ne? Mark der drei Hasen. Okay, was haben wir hier? Ah, der hat hier Leder und so. Ich weiß nicht, was dieser Barbierwerkzeug ist. Wofür soll das gut sein? Jeder Söldner, der eine Woche in der Wildnis verbracht hat, wünscht sich eigentlich dasselbe einer kleinen Klinge, einer Rasierpinsel. Das ist, glaube ich, für die Zufriedenheit, ne? Ich glaube ja. Ja, das müssen wir mal im Auge behalten. So, genau hier müssen wir auf jeden Fall jetzt zuschlagen. Und zwar, hier. Trauben, Salat ist im Angebot, Jackpot. Nehmen wir auch mit. Ja, Weizen müssen wir mitnehmen. Und dann stellen wir wieder Brot her, würde ich sagen. Ja, das machen wir so. Haben wir jetzt alle, ne? Ne, Wein. Wir haben ja einen Alkoholiker bei uns. Das heißt wirklich so. Der hat Al also der ist, steht auch da, das ist ein Alkoholiker. Müssen wir mal kurz gucken, wo ist er überhaupt hier? Weiß gar nicht. Er steht immer hier. Aber wer das jetzt ist, steht da auch nicht, ne? Trunkenbold heißt das, Entschuldigung. Wir haben Trunkenbold. Es muss mit jeder Mahlzeit Alkohol trinken, um zufrieden zu sein. Genau, und dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Wo gibt es denn Alkohol? Habe ich hier mit der Taverne wahrscheinlich, ne? Logischerweise. Jutna? Dann kicken wir mal. Oh, wer ist der denn? Habe ich auch noch nie gesehen. Bitte könnt ihr mir wohl etwas zu essen geben? Schweinefleisch. Was? Mein teures Schweinefleisch willst du? Gar keinen Fall. Ach komm. Nee, nee. Das kriegt er nur hier 10 Einfluss dadurch, ne? Einfluss brauchen wir nicht. Haben wir mehr als genug. Gut, ja. Dann gehen wir aber nochmal schnell ins Wirtshaus. Um ein bisschen Alkohol zu kriegen. Ich kann ihn bestimmt nachher noch selber herstellen, ne? Den guten Alkohol. So, kaufen wir alle 10, würde ich sagen. Okay. Verlassen. So, wunderbar. Beautiful. Scheiße. Ah, da kommen wir hier. Das sind nämlich direkt die Kopfgeldjäger. Wenn die uns sehen, ich hoffe, die kommen jetzt nicht in die Stadt rein. Oh fuck, die kommen hier rein. Mal gucken, was passiert, Freunde. Ah, die gehen direkt wieder. Wir sind versteckt also, ja? Da muss man echt nachgehen, Freunde. Da müsst ihr drauf achten. Okay, wo wollen wir jetzt eigentlich lang? Wir wollen hier lang. Hochlandlager. Also bedeutet, können wir eigentlich hier lang? Gucken wir mal. Nein. Nein. Ah, ich Idiot, ey. Zahlen haben wir nicht. Kämpfen. Gibt es wieder plus 100. Beschuldigen. Wir können es eigentlich richtig hinterlistig machen, ne? Weil Julia wollen wir eigentlich sowieso nicht mehr haben, ne? Also wegen der, weil ich mich verskillt habe. Ich könnte rein theoretisch Julia beschuldigen, dass die in den Knast geht. Ich somit frei bin. Und jeder Unschuld. Und hab Julia weg. Eigentlich eine Win-Win-Situation, ne? Aber ich warte noch. Komm. Zurückkehren. Ja, dann sind wir quitt, aber, ne? Kämpfen ist scheiße. Na komm. Gehen wir zurück. Aber jetzt sind wir auch pleite, ne? Das ist schlecht. Oder? Oh Gott sei Dank, wir haben es gepackt. Scheiße, jetzt warten die auf uns. Die haben uns gesehen. Ah, jetzt gehen sie.
Ey, wo muss ich den Vogel jetzt hier wegbringen? Ich checke es einfach nicht. Ne? Was will der von mir hier? Wo ist der Vogel? Mal ganz kurz gucken hier. Ich checke es nicht, Freunde. Warte, wo ist denn der? Ah, hier, ne? So. Please. Untersuchen. Wohin willst du überhaupt nochmal? Er sagte in die nächste Stadt. Untersuchen, bewegen. Ach, vielleicht muss ich hier mit dem Schmied mal sprechen, vielleicht. Komm, wir gehen mal zum Schmied. Sprechen. Ihr könnt meinen Amboss benutzen und ich kann natürlich auch eure Rüstungen übergeben. Schlag, Klies als neun. Ja, da ist er. Endlich. Ausgesetzte Belohnung. Cool, hier. Kannst du haben, den Typen. Ich habe keinen Bock mehr auf ständig hier mich zu verstecken. So. Ich bitte euch um einen Schmied und ihr bringt mir einen Flüchtling, der von edoranischen Grafen wegrennt. Na gut, aber er muss da hinten arbeiten und erzählt bloß niemandem, dass er hier ist. Annehmen. Klar, wir halten dich, Frau. Mein Lieber. Boah, der gibt uns 20 Rohmaterial in Jackpot. Wisst ihr, was das kostet normalerweise? Das ist nice. Nehmt das und haltet schön den Mund. Aber natürlich, wir schweigen wie ein Grab. Endlich sind wir ihnen los, Freunde. Jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr weglaufen. Jetzt können wir uns hier ganz locker flockig in Ruhe bewegen. Das ist nice. Okay. So, jetzt können wir auch direkt mal speichern. Jetzt sind wir ja frei von jeder Unschuld. Von jeder Schuld. So. Aber ich hätte trotzdem Bock, noch irgendwas zu machen hier. Ah genau, wir wollten ja da hoch, ne? Da oben hin. Gucken, ob wir die Hörner abgeben können. Weil da können wir die Hörner eintauschen. Ja, und wir haben ja mittlerweile tadellose Reißzähne. Genau, die Reißzähne können wir da eintauschen.